Oh ja, absoluut geen bok. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Oh ja, absolut kein Bock. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir sind heute hier in Oberried. Voilà. Wow. Swiss Bike Park. Ich bin hier mit meinem Cousin, mit dem Nalu. Tja, das bin ich. Und ich bin auf eine dumme Idee gekommen. Und zwar vor ein paar Tagen habe ich ein Q&A gemacht auf Insta und habe so ein bisschen, ja, seht ihr, sollen wir mal ein paar Fragen beantworten. Und eine Frage ist gekommen: Wie viel Velo hast du? Oder ein paar haben noch gesagt, du mal ein bisschen zeigen, wie viel Velo das du hast und was das für alles für Velo sind. Und weil ich nicht wollte, dass es so eine ganz normale 0815 Velo-Präsentation gibt, wo ich einfach so zeige, so ja, hier das und das Velo habe ich, habe ich gedacht, machen wir eine geile Challenge daraus. Eine Challenge, die geil ist, aber halt auch scary eigentlich, gell? Scary. Okay, ich komme zum Punkt. Und zwar habe ich hier. Oh. Ja, all meine Velo heute in Van reingeladen, das war schon eine ziemliche Fuhr. Ich probiere heute alle meine Velos zu flippen. Also mit jedem einzelnen Velo, das ich habe, insgesamt 6 Velos, probiere ich einen Backflip zu machen auf dem Airbag dort eben. Es gibt so 2 Absprünge, einen grossen, also es gibt einen kleinen, einen mittleren und einen grossen. Der kleine ist viel zu klein für einen Flip, für einen schönen. Der mittler ist noch gegeben für so kleine Velos, wie so das Dirtbike mit BMX und so. Und der grosse wäre eigentlich gegeben für die grossen Velos, also Hiller und Enduro. Aber für Rennvelo, schau mal hier. Sammy muss nicht flippen, das ist absolut Horror. Wir wollen nicht zu lange um einen heißen Spray reden. Jetzt sagen wir, legen uns jetzt einfach mal an. Dann gibt es ein paar Warm-Up-Flips auf dem Airbag. Und dann würde ich sagen, holen wir das erste Velo für und schauen, ja, ob wir es schaffen, alle Velos zu flippen. Ja, eh. Alright, see you there. Wir sind jetzt angelegt. Und Nervosität steigt immer wie mehr. Bevor wir anfangen, oder wir fangen ja jetzt eigentlich schon an mit dem ersten Velo. Und zwar wird es das hier sein. Das ist mein Dirtbike. Es ist ein Canyon Stitched 360 Pro, heißt das, glaube ich. 26 Zoll Rädchen. Wir haben null Suspension hinten. Vorher haben wir ein bisschen, aber es ist mega hart eingestellt. Wegen dem eigentlich fast null. Oh la la, Grösse vor Rahmen. Also für meine Körpergröße eigentlich relativ klein. Also im Vergleich zum BMX schon noch ein bisschen grösser. Wegflip mit dem bin ich ziemlich safe, aber ich habe noch nie einen zu Dirt gemacht. Aber wir gehen jetzt hier zum Glück nur auf das Airbag. Was also, meinst du, schaffe ich diese Challenge oder schaffe ich sie nicht? Ich weiss, du wirst Dirt, Hiller, BMX und Enduro wirst alle drei, glaube recht easy schaffen. Aber ich glaube, die 2 Roadbikes sind recht challenging, aber ich glaube, du hast es. Ich glaube, du wirst schon ein, zwei Mal frech auf die Fresse fliegen. Du bist ein Arsch. Ah, oh, Mann. Also wir haben jetzt 2 Warm-Up-Laps gemacht auf dem Pump-Track. Und jetzt ein Warm-Up-Flip auf dem kleinen. Jetzt ist eigentlich der, der zählt. Erst Flip auf dem grossen vom Airbag. Einfach mit dem Dirtbike. Ja, ja. Ja. Von dem habe ich nicht so Schiss. Flip auf dem Dirtbike, take one. Ja, easy. Backflip mit dem Dirt, easy. Gut gegangen, jetzt kommt das BMX. Ich bringe es noch schnell hierher, bevor das raufgeht, und ich jedes Velo noch so ein bisschen erklären. Von hier wird es eigentlich nur noch schlimmer. Ja, boy. Wow. Aus einem Ort sind das Zeugs. Next up, BMX. 20 Zoll Räder. Absolut no suspension. Also nicht mal vorne ein bisschen, sondern echt nichts. Nein, für meine Körpergröße einfach viel, viel, viel zu klein. Die Marke ist ein Radio Comrade, glaube ich. Also die Bike-Marke ist Radio und ja, hier Comrade. Wann bist du das letzte Mal gefahren? Ja, das BMX bin ich das letzte Mal vor ja, ein paar Monaten ist das schon her gefahren. Ja. Jetzt muss ich nur noch schnell pumpen und dann können wir es probieren. Weil vor dem BMX habe ich eigentlich am drittmeisten Angst, einen Flip zu machen. Weil das BMX ist einfach so klein, ja. Ich bin einfach wirklich viel zu gross für das Velo, überdrehe ja immer, wenn ich einen Flip probiere. Second Flip, aber nicht erstmal auf dem mittleren, weil ich auf dem grossen einfach viel zu schlimm, weil ich es viel zu schlimm finde, ja, zu flippen. Ja. Ah! Hey, das ist perfekt! Ja, aber ja, ja, zuerst noch so gedacht, zieh einfach, zieh. Und dann bin ich so einfach so, nein, wenn du jetzt echt ziehst, machst du easy Double Flip, Mann. Was hier, Mann? Okay, 2 von 6 haben wir geschafft. 2 von 6. Das nächste Velo ist entweder das Enduro oder das Downhill, bin ich noch nicht ganz sicher, welches das ich machen will. Bike Nummer 3, mein Track Slash 9.8
29er, 160 vorne, 160 hinten, Federweg. Ein ziemlich sauerer Möbel eigentlich. Also es ist noch grösser als mein Downhill-Bike. Es ist auch der erste Flip, den ich mache mit diesem Velo. Wegen dem, ja, schauen wir mal, wie es kommt. Und das ist das nächste Velo, gell? Ja, das ist mein nächstes Velo. Also nicht kaputt machen. Ja, yeah, okay. Yo, Enduro! Oh! Ah! Das ist ja mal, dass ich peilen kann. Ja. Okay, wir probieren noch. Ah. Yes! Das Velo ist so lang, ich verwünsche irgendwie den Pop nicht so gut. Okay, jetzt kommt der Downhiller. Yes. Du musst noch meine Pedale wechseln und dann sehen wir uns schon beim Sprung. Hallo. Was ist passiert? Hure geschritten wie ein Dummel. Ich mache noch normal, ist gut. Ein schöner, mal, ja, das war scheiße. Yes, oder hast du? Viel schöner! Sliden wir runter. Wenn wir erzählen. Straight to the interview. Aber das war auch nicht schön. Viel schöner als vorher, aber schon mal etwas. Mal. Ich vergesse euch vorhin, bevor ich gesprungen bin, überhaupt das Velo vorzustellen. Das war meine Track Session. Das Parkbike Aluminium. 27,5 Zoll Räder. Vorne 200 mm Federweg, hinten weiß ich nicht wie viel Federweg. Keine Ahnung, aber ist auch mal geil. Mit Coil hinten. Wie gesagt, Aluframe, ein bisschen heavier als das Carbon, das ich vorher hatte. Generell finde ich es so ein bisschen schwierig, jetzt mega einzuschätzen, wie viel muss ich ziehen und wie viel nicht. Vor allem, wenn du vier verschiedene Velos hintereinander fährst. Last but not least, die letzten zwei Velos, die ich habe bei mir daheim. Und das wären die zwei. Holy shit! Mein Stadtvelo. Das wird das letzte Velo von heute sein, das ich wieder flippen, hoffentlich. Einmal hier mit etwas hochwertigeren Rennvelo, ist aber dafür auch etwas grösser als das Krüppelstadtvelo. Wegen dem schauen wir mal. Die letzten zwei Velo. Wir probieren jetzt zuerst mal mit dem, weil dort weiss ich wenigstens, dass ich safe auf die Anfahrt runterkomme. Jetzt werde ich langsam nervös. Das sind die Pedale, die ich jetzt drauf tue. Vorher hatte ich noch so schön grosse Flats. Und jetzt ist es einfach so Billo-Stadtvelo-Pedal. Ja, wenn schon Stadtvelo, dann schon Vollstadtvelo, oder? Ich habe so Angst, weil die Geometrie, wenn ich auf dem Hiller oder auf dem Dirtbike einen Flip anziehe, dann weiss ich schon, ah, es geht hinten, ah, schön. Aber da. Da wird vielleicht auch noch so ein Testjump gut sein. Ja. Dann mal einen Testjump machen, ich weiss es nicht. Fuck it, wir machen jetzt echt First Try. Klein. Alle! Alle! Oh mein Gott, oh mein Gott, das ich! Was? Das ist erstaunlich leicht gegangen. Fuck. Also, ich kann noch gesehen, ich bin in Adrenalina. Oh! Geht's! Ich wollte weniger drehen als vorher, aber das ist du kannst halt so scheiße kontrollieren. Da hast du, komm. Geh nochmal. Alle. Oh! Holy shit! Das ist Alter! Yes. Ich bin so hier so gelandet, also fuck, ich muss ja bremsen. Der Flip mit meinem richtigen Rennvelo. Es ist zwar eigentlich auch nur ein Decathlon-Rennvelo. Ich glaube, ja, halt so Rennvelo-Radgrösse. XL-Rahmen, oder ich weiß nicht, ob bei der Rennvelo ist das mit Zoll, aber das weiß ich nicht. Los. Jetzt kommt das Lustige. Jetzt kommt noch die Stadtvelo. Ja. Last but not least, El Trek Oldtimer. Das hier ist mein Stadtvelo. Mit dem gehe ich meistens ins Migros einkaufen und mache keine Backflips. Ich will noch schnell Pedal umbauen, ein bisschen pumpen, weil ich habe mega wenig Luft. Dann probieren wir einfach. Jo. Lach mal. Oh! Oh, das ist schon jetzt gleich, hä? Ich geh mal hier runter, ne? Geh mal dein Bike holen, du Arsch! Das ist jetzt echt Psycho, ja. Hier gibt's nochmal das Action-Replay von deinem geilen ja. Fail. Oh! Das hat mich absolut ausgefreakt des Todes. Hey, das kann ich voll verstehen. Oh. Ich werde schnell das Replay anschauen und mal ein bisschen analysieren, was ich so falsch gemacht habe. Und wenn ich weiss, was ich falsch mache, probiere ich es nochmal. Und sonst lassen wir es sein. Sagt immer, sagen, das ist ein unflippable Bike. Ja, weil das ist. Wenn ein Bike unflippable ist, dann das.
Also ich glaube, das war es. Das sind wir jetzt Replay noch nicht mal angeschaut und das gemerkt. Jetzt gibt es noch eine Challenge. Und zwar habe ich vorhin mit einem Kollegen von ihr geredet, der arbeitet hier. Und dann haben wir gesagt, ja, er hat mir noch ein Kindervelo, das ich flippen könnte. Mit dem mache ich mal noch einen Probe-Jump. Schon? Ja, weil mit dem wollte ich bei der Einfahrt nicht Loop halten. Schauen wir, ob wir das Kindervelo noch flippen anstatt von dem. Ach du Scheiße. Am Ernst, das Ganze. 20 Zoll Bike, Bergamont. Team Junior. Wir haben hier noch die geilen Schutzbleche, dann hier Handschaltung, hier so, zack, zack, zack. Aber mit diesem Ding mache ich fange mal einen Straight Jump und dann schauen wir, ob ich einfach flippen kann oder nicht. Ich probiere nochmal. Yes. Nein! Für alle, die das vorhin nicht gehört haben, weil ich es nicht gefilmt habe, er hat gesagt, wenn er jetzt auf die Tires landet, dann macht er oder probiert er einen Flip. Und was macht er? Er landet auf die Tires. Das oh Mann, ich habe so gehofft, dass irgendwie noch so in der Luft so ein bisschen sketchy kommen. Ja, aber ich glaube, es geht. Flip it to chance, Mann. Oh. Irgendetwas schlägt immer durch, ich glaube, Gabel hier. Ja, so. Sollte man das Teil immer laufen. Ja, die schlägt durch. Du hörst es! Alle! Das ist hier. Little Mensch, Alter! Ja! Das mach ich nicht nochmal. Ja, besser wird das gar nicht gehen, oder? Ach du. Alter! Ja, Mami hat den Speed nicht mal, um dann weiterzufahren. Also, ich bin ziemlich stoked mit dem. Mann. Nimm mehr. Nein, jetzt ist vorbei. Das wären alle meine Velo, die ich habe. Jetzt habt ihr das einmal mal gesehen. Und falls ihr irgendwie noch weitere Challenges wollt, mit Rennvelo oder Kindervelo oder so, schreibt es mir in die Kommentare. Das erste mit diesem Video, liken, kommentieren und abonnieren, genau so heisst das. Yes. Glocke aktivieren. Ja, ich würde sagen, bis gleich und bis zum nächsten Video. Yes. Ciao.